Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Unimog 406. Ja, lange Zeit kam nichts, aber es passiert auch nicht viel, denn wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 6 Hefte für 3 Reifen verbraucht. Und entsprechend dann, wenn ihr sehen könntet, was da gerade hinterm Bildschirm passiert. So, deswegen werden wir in Ausgabe 43 einen Teilebeutel hier verarbeiten, und zwar mit dem Master-Unterfahrschutz oder so ähnlich, genau, vordere Schutzplatte. Die werden wir auf jeden Fall hier am Unimog-Modell nachher hier unten einsetzen. Ne? Nicht wundern, ich habe meinen Motor schon provisorisch befestigt, einfach damit das Ganze ein bisschen anschaulicher ist. Ja, die Reifen packe ich wieder weg, denn ich muss euch nicht Woche für Woche zeigen, wie man ein Rad zusammenbaut. Einziges, was ich schon gemacht habe, was ich aber bei den nächsten noch wiederholen werde, aber vielleicht nochmal speziell in dem nächsten Weathering-Video zum Unimog nochmal ansprechen werde, ist das Abschleifen der oberen Profilfläche, ne, dass das hier nicht so speckig glänzend aussieht, sondern halt ein bisschen abgenutzter ist, ne, und hier wird dann entsprechend nochmal mit Sprühlack oder irgendwas dann nochmal nachgearbeitet, damit das Material da nicht angreifbar ist oder wie auch immer. Muss ich mich mal ein bisschen reinfuchsen, wie das Ganze funktioniert mit solchen Gummireifen. Aber abgeschliffen, also nur die obere Profilfläche, sieht auf jeden Fall schon viel besser aus als die Originalen. Ja, das kleines Thema nebenbei machen wir irgendwann separat in dem nächsten Weathering-Video, wie gerade eben schon gesagt. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal eben in den Teilebeutel rein für die Schutzplatte, bauen das eben ein, und in dem Sinne, kommt einfach mal ein Stück näher, das kann dann auch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. So, dann schauen wir mal hier rein, wie das funktioniert. Wir haben jetzt hier EM-Schrauben. So, alles schon vorbereiten hier. So, EM. Dann haben wir hier AM. Dann hier aus Plastik jetzt eine Schutzplatte. Und hier verschiedene Verstärkungen. Das müssen wir mal schauen. Hier gibt es nämlich immer einen rechten und einen linken Winkel. Sind aber auch gekennzeichnet mit R und L. Und hier die zwei, wie nennen sie sich, 43 C und E, sind, finde ich, baugleich. Ah ne, die haben auch rechts und links, okay. So, dann lege ich mir die so getrennt hier weg, und dann haben wir hier noch eine Stange, das nennt sich Querträger. Schauen wir mal, wie das funktioniert. So, wir sollen das erste Mal die linke V-Form nehmen, das ist dieses Bauteil hier, drehen uns das einmal hier so rum und nehmen diesen Winkel hier dazu und halten uns so rum, genau, fügen das jetzt hier ein mit einer EM-Schraube. So, mir ist tatsächlich ein Fehler unterlaufen, und zwar habe ich den aber schon korrigiert. Ihr seht schon, ich hatte ja die Schrauben am Anfang hier reingedreht und habe diese Langstelle hier verbunden. Das ist aber Quatsch, denn die Teile müssen so miteinander verbunden werden. Und entsprechend hier dann das rechte Bauteil dazu. Also guck da einfach, dass die Bauteile auch so aussehen. Auch hier mit denen aufpassen. Hier sind so, angespeiste so Bleche dran, während hier die Seite glatt ist. Und die glatte Seite muss dann hier immer auf der Innenseite sein, dieses Schenkels hier. So. Und jetzt haben wir hier an der Stange, habe ich nämlich gerade gesehen, gibt es nämlich hier auch so eine Abfräsung dran. Das heißt,
Die Stange passt doch nur in eine Richtung hier in die Löcher rechts und links rein. So, und da schrauben wir das hier entsprechend fest. Wenn wir das jetzt haben, nehmen wir uns einmal hier das Schutzblech und das muss jetzt hier auf die, so jetzt mal gucken, wie rum das hier ist. So herum. Und dann gibt es hier drin einen Pfeil und entsprechend muss auch der Pfeil dann, glaube ich, in dieselbe Richtung zeigen. So, und jetzt wird sich gleich herausstellen, ob wir das hier in derselben Richtung haben wie die. Ja, das sieht gut aus. Gut, dann setzt man das jetzt hier so drauf. Und machen das hier mit zwei Stück AM-Schrauben fest. So, und zum Abschluss werden wir das Ganze einfach nur hier unten einschrauben. Und zwar haben wir auf jeder Seite hier diese Verbinder hier, diese Schraublöcher, ebenfalls auch hier auf der Seite. Und wir werden jetzt einfach nur diese V-Füße einfach nur gerade hier einsetzen. Und dann merkt ihr schon, das passt doch nur in eine Richtung drauf. Und so werden wir das hier einfach nur befestigen. Was ich jetzt nicht weiß, was ich aber denke, ist, dass hier die Platte hier, der hier so mit drüber gelegt wird und danach festgeschraubt wird. So, ich mache das mal hier auf einer Seite. Der Seite ist das Gewinde schon vorhanden. So, kleinen Moment. Das Monster einmal rumdrehen. So, Lieben, angeschraubt ist es, ist natürlich immer ein bisschen blöd zum Zeigen, aber so habt das jetzt mal hier vor meiner Linse. Ne? Da ist dieses Schutzblech und hier die zwei Winkel, die jeweils hier
und entsprechend auch auf der anderen Seite festgeschraubt sind mit den EM-Schrauben. Und ja, Reifen montieren ist noch nicht. Ja, warum eigentlich auch, ne? Hast vier Räder und kannst es nicht anbauen. Nee, keine Ahnung. Also ich glaube, bis Ausgabe 47, also in der nächsten Monatslieferung, werden die, glaube ich, festgemacht, wenn ich mich nicht ganz verschaut habe beim Spoilern. Aber den Spaß geben wir uns dazu gegebenem Anlass. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und sage daher tschüss und bis zum nächsten Mal.